Pah, ungemütliches Wetter hier. Passt zu meinem Thema BioNTech. Sind Sie ein Investor, der in junge, aufstrebende, dynamische, geile Unternehmen investiert? Da ist leider gerade ein bisschen was durchgesickert bei diesen Unternehmen. Ja. Die haben ja wohl irgendwie ein Produkt, was sich bis vor kurzem noch reger Beliebtheit erfreute. Aber so langsam dreht sich der Wind, ja. Das erinnert mich so an Wirecard, ja. Aber nehmen wir einfach mal den Aktienkurs der Deutschen Telekom. Kurz nach der Ausgabe stieg das Ding bis auf 100 Euro. Dann drehte das und ich sagte schon in weiser Voraussicht, liebe Kollegen, ihr habt Telekom-Aktien gekauft, haut die raus, streicht den Gewinn ein. Und sie sagten, nein, die steigt doch weiter. Ich hatte einen Kursrückgang bis auf 40 Euro prognostiziert und da hätte ich auch beinahe wieder zugegriffen, ja. Aber vielleicht habe ich das auch, ich weiß das gar nicht mehr. Die Telekom-Aktie fiel dann aber noch viel, viel weiter. Und das war ein solides Unternehmen, ja, eigentlich. So, das kann man zum Beispiel vom Wirecard ja nicht behaupten, ne? Wo die Aktie hingefallen ist, nachdem sie ihre Höchststände erklommen hatte, das wissen sie ja. Und bei BioNTech, da sind jetzt leider auch Berichte unterwegs im Netz, die mich sehr erinnern an den Wirecard-Skandal. Aber Olaf Scholz wird sicherlich wieder rauskommen und sagen, nein, da ist nichts dran. Und die BaFin wird das auch nicht untersuchen. Und vielleicht muss sie das ja auch gar nicht. Ne? Wenn es keine Gesetze dafür gibt, dass man die mal genauer unter die Lupe nimmt, wie sie in ihrer Arbeit verrichtet haben, ob das alles okay war, oder nicht vielleicht auch irgendwelche Kursmanipulationen stattgefunden haben oder irgendwelche Interessenkonflikte. Ne? Also wenn unser größter Helfershelfer Bill Gates mit seiner Bill und Melinda Gates Stiftung uns immer sagt, wir tun hier was für die Gesundheit, gleichzeitig der größte Investor bei BioNTech ist, ist er nicht? Naja gut, aber ein paar hat er, glaube ich. Dann ist das ein Interessenskonflikt, oder? Muss da nicht irgendwie mal die BaFin ran oder so? Also ich kann jedem BioNTech-Investor besten Gewissens empfehlen, die sofort zu verkaufen. Weg damit. Auch wenn sie jetzt schon kräftig gefallen sind, dieses Unternehmen könnte, wenn es sich bewahrheitet, was da im Netz herumgeistert, mit hundertprozentiger Sicherheit auf die 0 Euro zusteuern. Ja? Wenn es sich bewahrheitet. Und ja, da sind jetzt helle Köpfchen, investigative Journalisten gefragt, die diesen Hinweisen nachgehen. Ach, die dürfen sie gar nicht lesen. Es ist verboten, es wird zensiert von YouTube, ja. Na, da läuft ja sowieso dann irgendwas falsch. Da würde ich erst recht verkaufen. Dann verkaufen sie Moderna auch gleich, AstraZeneca und Johnson & Johnson auch. Die werden ja alle mit runtergezogen. Es könnte sein, dass Valneva und Novavax davon erstmal profitieren, aber letztendlich wird das ganze Impfbusiness durch diese Art von Gezocke ruiniert. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich werde in einem Jahr keine einzige Pharmaaktie mehr halten. Das verspreche ich. Ja, auch keine Novavax. Keine Ahnung, kann auch sofort bei Null landen, ja. Keine Ahnung, was die da machen. Also, Novavax ist auch nicht so klassisch, wie manche Leute meinen. Da ist viel Synthetik mit drin. Synthetischer Impfstoff. Muss man auch kein Freund von werden. Gut, ich mache jetzt mal Schluss. Genug des Geschwurbels. Verkaufen!